Servus Leute, euer Vanitys hier mit einem neuen Video. Heute geht es um die Infinite Warfare Beta und ich habe euch in meiner Facebook-Gruppe gefragt, was findet ihr am Spiel nicht so gut und was muss noch verbessert werden. Also ein bisschen Verbesserungsvorschläge habe ich auch noch gebraucht. Und ja, ich weiß, es ist nur eine Beta, aber ich finde, die Beta muss auch dazu dienen, dass man Kritik äußern kann, um zu sehen, was ist in einem Spiel noch schlecht, was muss verbessert werden, und das hilft den Spielentwicklern natürlich auch. Zuerst muss ich mal sagen, ich finde es ziemlich schade, die haben nämlich das um 19 Uhr geplant, das heißt, um 19 Uhr am Freitag war quasi dann die Beta spielbar. Es gab schon am Vortag einen Preload für die Leute, die die Beta-Codes im PSN-Store eingegeben haben, und ich finde es eigentlich ziemlich schade, dass sie sagen, okay, 19 Uhr startet die Beta, aber erst spielbar war sie irgendwie um 22 Uhr bzw. um 2 Uhr nachts, ging es vermutlich perfekt, und das hat mich einfach anfangs ein bisschen gestört, weil wir wollten streamen und ja, dann war das einfach gar nicht mehr möglich. So, ich werde jetzt noch ein paar Sachen von euch vorlesen, die ihr dann quasi in meiner Gruppe geschrieben habt bei meinem Post. Die Gruppe ist unten in der Beschreibung, könnt ihr auf jeden Fall reinschauen, ich bin der Admin, wir haben ungefähr 22.000 Mitglieder und die Gruppe ist wirklich sehr aktiv, das ist sogar die größte in Deutschland, und von dem her schaut einfach, dass ihr da reinkommt. So, kommen wir zum ersten Punkt von Raphael, der findet die Regeneration zu langsam. Und das muss ich wirklich dann bestätigen, die Regeneration in diesem Spiel ist schon ziemlich langsam, im Gegensatz zu den anderen Call of Duty-Teilen. Aber ob die Regeneration so bleibt oder ob da irgendwas gepatcht wird bis zur Vollversion, das bleibt auf jeden Fall noch offen. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass man sowas sieht, und natürlich können dann die Spielentwickler darauf reagieren, und dazu ist ja noch eine Beta da. So, Domi hat geschrieben, mich stellt an die Weh, dass man größtenteils nur gebullshittet wird. Man schießt drei Kugeln zuerst auf den Gegner, aber im Endeffekt stirbst du dann, weil der Gegner einfach schneller droppt. Ja, die Hitbox in dem Spiel ist noch ein bisschen komisch, ich habe selber gemerkt, normalerweise, wenn das Aim and Flieg ist, dann ist der Gegner einfach weg, du hast keine Chance, und das ist einfach so, wer zuerst schießt, muss normalerweise den Gunfight gewinnen, aber manche Waffen sind einfach so extrem stark, beziehungsweise haben so eine hohe Vollrate, zum Beispiel diese SMGs, die sind richtig stark, und da kannst du einfach mal einen Gunfight verlieren, und das ist ein bisschen komisch, also die Hitbox an sich ist noch ein bisschen komisch und die muss auf jeden Fall verbessert werden. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und der ist mir persönlich sehr aufgefallen. Die Maps sind so aufgebaut, dass du 24/7 von hinten geholt wirst, in Verbindung mit: die Spawns sind der letzte Dreck. In die Deathmatch sind die Spawns wirklich scheiße. In Herrschaft geht's doch wirklich, das ist okay in Herrschaft, ganz normal. Aber die Maps sind so aufgebaut, dass die quasi dir immer hinterlaufen können. Und das finde ich an sich sehr komisch. Du hast keine Map-Control mehr. Du weißt nicht unbedingt mehr, wo die Gegner ungefähr spawnen. Du musst wirklich überall aufpassen, in jeder Gasse und so weiter. Und das finde ich bei diesem Spiel einfach komisch. Du kannst wirklich der beste Spiel der Welt sein. Irgendwie wirst du immer doof von hinten geholt. Und das ist bei diesem Spiel extrem der Fall. Es ist nicht mehr so in Black Ops 3 der Fall gewesen. In Black Ops 3 hast du diese drei Wege-System, also zweimal außen und einmal in die Mitte durch, aber hier hast du wirklich 1000 Wege ins Gras zu beißen und du hast einfach keine Chance. Du musst wirklich jedes Mal vorsichtig sein, wenn du durch die Map läufst, weil du kannst wirklich jede Sekunde von hinten geholt werden. So, der Hans hat geschrieben, ich finde, dass das Movement 1:1 Black Ops 3 ist. Hätte mir ein paar Änderungen gewünscht. Hashtag kauft sein Merch. Also erstmal zum Movement. Ja, es stimmt, es ist fast 1:1 wie in Black Ops 3. Ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen minimal langsamer in der Luft. Aber ansonsten eigentlich fast identisch, auch mit den Wallruns und so weiter. Wobei ich finde, dass die Wallruns ein bisschen flüssiger sind, wobei die manchmal ein bisschen komisch connecten. Aber ich finde, es ist an sich ganz in Ordnung, sage ich mal, vom Movement her. Aber ich bin so ein Typ, wo es sagt, ich bleibe lieber auf dem Boden, anstatt in der Luft. Und ja, mit Hashtag KauzeinMerch meint ihr natürlich mein Merch. Ich habe nämlich ein Merch rausgebracht bei Shirttube. Link in der Beschreibung, da gibt es Camo-Hoodies und so weiter. Also von dem her, schaut einfach mal in die Beschreibung rein. So, und das geht jetzt an die Map Frontier von Marlon. Dumm findet er, dass die Leichen dann rumfliegen, also sobald ihr stirbt, fliegen die Leichen auf einmal in die Luft, und das finde ich echt ziemlich komisch. Wäre besser, wenn die auf dem Boden bleiben oder vielleicht sich selber auflösen oder so, weil sonst, du weißt einfach nicht, ist es jetzt wirklich tatsächlich noch ein Gegner oder ist der schon tot, weil das finde ich manchmal komisch und das ist eine Verwechslungsgefahr und die finde ich einfach nervig. So, Tom hat geschrieben, Sniper viel zu langsam im Scope, auch mit schnell ziehen und das Matchmaking. Ja, das Matchmaking ist komisch, auch das mit Nachschauen bei Kumpels und sowas, wenn ihr eine Party stellen wollt. Wenn ihr mit Kumpels zocken wollt, das ist fast manchmal gar nicht möglich. Dann wirft irgendwie das Spiel den einen raus, dann ist der andere Partyleiter und so weiter, und ihr könnt gar nicht nachjoinen, auch trotz Einladung und sowas, Beitritt zur Spielsitzung nicht möglich. Dann kommen die ganzen Fehlercodes wie Gisela, Lumen und so weiter, oder Polana oder so. Es ist echt komisch. Und ja, Sniper, die haben schon gesagt, die wollen nicht so wirklich die Sniper OP machen, das heißt, Snipen ist eigentlich fast gar nicht möglich. Es ist ziemlich langsam, das Nachziehen von der Kugel, und auch das Scope-In ist ziemlich langsam. Das werden sie ja wahrscheinlich auch nicht verbessern. Das wird so bleiben und das finde ich ziemlich schade. Manche sagen auch, die Spezialisten sind viel zu stark und müssen gepatcht werden, aber es ist auch in der Black Ops 3 Beta so gewesen. Es gab einige Spezialisten, die sind einfach total OP gewesen, wie zum Beispiel die Sense. Die wurden dann in der Vollversion gepatcht, das heißt, bleibt einfach ruhig, wartet die Vollversion ab. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen,
Die Maps sind komisch aufgebaut und deswegen sind auch die Spawns so blöd. Ihr werdet immer von hinten geholt. Manche sagen, die Grafik ist Free-to-Play-mäßig, also quasi so ein, wie so ein Free-to-Play-Game. Und da muss ich wirklich absolut recht geben. Call of Duty hat sich über die Jahre grafiktechnisch kaum revolutioniert bzw. verbessert. Da ist Battlefield meilenweit voraus. Die Hitbox muss noch angepasst werden, die ist noch wirklich sehr buggy und manchmal schießt du einfach früher und Gegner holt dich trotzdem und das ist echt manchmal komisch und von dem her, das Spiel hat Potenzial, aber es gibt noch einige Sachen, die verbessert werden müssen und ich finde, dass diese Kritik gerechtfertigt ist, aber ihr müsst dran denken, wenn euch das Spiel nicht gefällt, könnt ihr immer noch COD 4 Remastered spielen, von dem her habt ihr noch an zwei Spiele, die ihr spielen könnt, wenn das eine euch abfuckt, spielt einfach das andere und von dem her denke ich auch, dass Battlefield 1 dann Mitreiter wird, ganz vorne bei den Ego-Shootern, von dem her denke ich mal, dass dieses Jahr gut wird, was Gaming anbelangt und ja, das war eigentlich das Video, vielen Dank fürs Zuschauen Leute, haut da rein, euer Vanity und checkt mein Merch ab.